Wir haben, das spüre ich, alle so ein bisschen das Gefühl, dass wir es mit Asterix und Obelix halten, die sagen, die spinnen, die Briten. Ich respektiere, meine Damen und Herren, demokratische Entscheidungen. Wenn Menschen aber bewusst hinter das Licht geführt werden, für den eigenen kurzfristigen politischen Vorteil, die wirtschaftliche Zukunft eines ganzen Landes, eines ganzen Kontinents, die Lebens- und Zukunftsplanungen von Millionen von Menschen in ganz Europa aufs Spiel gesetzt werden, dann macht mich das schon ein Stück weit wütend, dann entsetzt mich das. Das trifft Teile unserer mittelständischen Wirtschaft, das trifft auch den Austausch von Wissenschaftlern, von Studenten, von Schülern. Das trifft Arbeitnehmer, die im jeweils anderen Land tätig sind. Das trifft Rentner, die ihren Ruhestand dort verbringen wollen, wo sie sich wohlfühlen. Für insbesondere unsere mittelständische Wirtschaft hat unser Wirtschaftsminister Buchholz bereits eine Brexit-Taskforce geplant. Wir haben ein Brexit-Überleitungsgesetz in der Schublade. Ich denke, Schleswig-Holstein hat einen Plan. Schleswig-Holstein ist gut aufgestellt. Gut aufgestellt, so gut aufgestellt, wie man für einen Fall, in dem man nicht genau weiß, was passieren wird, aufgestellt sein kann. Gerade der Brexit zeigt, was die EU in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten an Gutem erreicht hat.